Liebe Besucher, im Namen der Deutschen Schule Santiago de Chile darf ich Sie herzlichst auf unserer neuen Homepage begrüßen. Mein Name ist Gerhard Scholm, seit dem 01.02.2009 bin ich Schulleiter an der Deutschen Schule Santiago. Die DSS ist eine klassische Begegnungsschule, wurde 1891 gegründet und hat zu Beginn des Schuljahres 2010 1865 Schülerinnen und Schüler und ist damit eine der größten Schulen in Lateinamerika. Die Deutsche Schule Santiago ist eine Schule des chilenischen Rechts, die einen landesspezifischen Sekundarabschluss anbietet, auf dessen Basis die zentrale Hochschulzugangsprüfung PSU erfolgt. Aufgrund bilateraler Vereinbarungen wird unter bestimmten Voraussetzungen die allgemeine deutsche Hochschulzugangsberechtigung erteilt. Zusätzlich wurde ein deutscher Bildungsgang installiert, der sich jetzt in Jahrgangsstufe 10 befindet und 2012 zum ersten Mal zum deutschen Abitur führen wird. Die DSS hält neben der Allgemeinbildung vom Präkindergarten bis zur Sekundaria auch noch ein duales berufliches System mit deutschem und chilenischem Abschluss und der Möglichkeit, die deutsche Fachhochschulreife zu erlangen, bereit. Die Deutsche Schule Santiago pflegt sowohl die intensive Zusammenarbeit mit den anderen 21 deutschsprachigen Schulen in Chile, orientiert an einem gemeinsam vereinbarten Rahmenleitbild, als auch den ständigen Austausch mit ausgewählten Schulen in Deutschland. Ich wünsche Ihnen viel Spaß auf unserer Homepage. Wir freuen uns über jede Rückmeldung.